Hallo und schönen guten Abend hier zum Mittwochs-Stream. Schön, dass ihr da seid. Freue mich, euch alle hier begrüßen zu dürfen zu unserem Bildungsstream. Jetzt habe ich Bildung gesagt. Ich hoffe, ich habe euch nicht erschreckt. Ich hoffe, ihr hattet einen tollen Mittwoch. Ich hatte einen tollen Mittwoch. Namen Team Fressack. Und ich freue mich auf diesen Stream. Es war eine spannende Recherche. Aber bevor ich zu dem Thema komme, bat mich die Grashoppermaus, ein paar Dinge noch einmal zu sagen. Nämlich, es gibt wieder Neuheiten im Shop. Die meisten der Uhrwerkverlag-Neuheiten sind da. Als da wären die Karten und Spielkarten für die Frostweiten und Glück und Schicksal für die verbotenen Lande beides. Dann ist für Coriolis, ich gucke hier zur Seite, weil ich nachlesen muss, für die Gnade der Ikonen-Kampagne Band 2 erschienen, und zwar die letzte Zyklade, der ist auch da. So, das war das Gute, jetzt das weniger Gute. Wesen, Star Trek Adventures Kommandoabteilung und Splittermond, Akuri und Südakuri sind auf nächstes Jahr geschoben. Wie immer, ihr kennt das, Pappe, Papier, alles knapp und deswegen dauert's länger. Skava, Dankeschön, yay, Ziel erreicht, wup, wup, 120. Danke, Skava, dass du Munix, 41 Paladin, Anubis, 63306 und Dunkelzano Abos geschenkt hast. Super Skala! So, nächsten News. Weihnachtssocken sind wieder da. Wir haben wieder die Weihnachtssocken mit 101 Gramm gemischten Würfeln im Shop. Zumindest die Variante 39 bis 43 Schuhgröße. Die anderen sollten morgen wieder kommen, aber sind nicht viele. Wenn ihr die haben wollt, müsst ihr euch dann wirklich beeilen. Und das sind jetzt die letzten Würfelsocken für dieses Jahr. Danach ist Feierabend für dieses Jahr und ihr müsst bis nächstes Jahr warten. Sind die letzten Socken. In dem Zuge haben wir aber auch die Standard 101 Gramm gemischtes Tütchen wieder neu gepackt. Es sind wieder genug im Shop und ihr könnt auch wieder die normalen 101 Gramm gemischte Würfel holen. Dann, danke an die wundervolle Ibi Coyote, die uns eine Rezi geschrieben hat für Aus dunklen Federn, eine Kurzgeschichten-Anthologie aus dem Hause Sonja Rüther. Sonja hat die Aus dunklen Federn rausgebracht. Dafür haben wir eine Rezi bekommen. Schaut mal im Shop. Ibi hat was dazu geschrieben. Und als letztes von den Shop-News, Pathfinder 2, die Nacht des grauen Todes ist da, ist uns heute angeliefert worden, ist damit vorhanden im Shop. Pathfinder Fans, jetzt ist die Zeit für ein neues Abenteuer, die Nacht des grauen Todes. So, hallo Katjana Leon. Ich hoffe, Katjana Leon ist richtig. Ich gebe mir immer Mühe, den Namen richtig auszusprechen. Hallöchen. So, das waren die Shop-News. So, kommen wir zum Thema des heutigen Abends. Und ich bedanke mich sehr bei dem nerdigen Trash-Talk-Podcast. Und ich erzähle euch jetzt auch, warum. Und zwar gibt es seit ein paar Jahren wohl schon und heute wieder eine Aktion namens Pottwichteln, wo eine Gruppe von Podcastern und Streamern sich zusammengetan haben und sich gegenseitig Themen zugelost haben. Das heißt, jeder konnte zwei Themen reinschmeißen und hat zwei Themen rausbekommen und soll bis Weihnachten zu diesen Themen Streams machen.
oder Podcasts. So, ich habe auch zwei Themen zugelost bekommen und das erste Thema habe ich eben vom nerdigen Trash-Talk bekommen und das ist niemand anders als die Leute von Nerds gegen Stefan. Philipp Lohmann, vielen Dank für das Thema. Ich habe es ein bisschen erweitert. Also das Thema war eigentlich Rollenspiel im TV. Mir war das ein bisschen zu wenig, also habe ich das Thema erweitert und zwar zum Thema Rollenspiel in den Medien. Also wie wird in Medien und Gesellschaft Rollenspiel wahrgenommen und warum? Und ihr kennt mich. Dann fange ich an zu recherchieren und dann wird das alles wieder ein bisschen größer, als ich gedacht habe. Und es reicht mir eben nicht zu sagen, in welchen Serien Rollenspiel vorkommt und wie es dargestellt wird, sondern ich greife ein bisschen zurück. Wir gehen zurück in der Zeit gemeinsam und zwar in die 70er. Wir gehen in die 70er Jahre zurück und zwar ins Jahr 1972. 1972 hat ein gewisser Herr Gary Gygax ein Supplement rausgebracht für sein Wargame namens Chainmail. Labyrinth der Monster kommt auch gleich noch. Geduld. Also, 1972 hat Gary Gygax für sein Wargame Chainmail ein Supplement rausgebracht, was damals schon Dungeons & Dragons hieß. 1974 dann wurde Dungeons & Dragons zum eigenen Spiel. Das war tatsächlich mein Geburtsjahr. In dem Geburtsjahr 1974 ist auch Rollenspiel geboren worden, was meine Verbindung erklärt. Seitdem gab es jede Menge Berichte in der Presse, in Filmen, in Serien zum Thema Rollenspiel. Und ich habe eine sehr interessante Zusammenfassung. Ja, Trinket auf Trinket. Dankeschön. Ich habe recherchiert und bin auf folgende Angaben gekommen. In den Jahren 1979 bis 1992 gab es, und ich beschränke mich jetzt, man kann nicht die ganze Welt nehmen, ich nehme die USA und den englischen Sprachraum. Von 1979 bis 1992 gab es laut Associated Press und United Press International, das sind Pressevereinigungen, also sowas wie die deutsche Presseagentur ist Associated Press und United Press International. Laut denen gab es exakt 111 Berichte zum Thema Rollenspiel in den Medien, also Radio, Fernsehen, Zeitung. Praktisch alle diese Medien haben Rollenspiel dabei Dungeons & Dragons genannt. Und zwar unabhängig davon, um welches Spiel es sich gehandelt hat, haben Medien immer gesagt Dungeons & Dragons. Selbst wenn es ganz viele Spiele gab, praktisch immer wurde gesagt, die jungen Leute spielen Dungeons & Dragons. Ja, sind enthalten. Aber es geht bis 1992. Es ist alles enthalten. So, in diesen Artikeln, jetzt komm, ich schmeiß euch erstmal Zahlen an den Kopf, waren 51.182 Worte in 2.197 Absätzen, also Paragraphen. Warum sage ich das so? Es hat sich jemand die Mühe gemacht und hat das Ganze untersucht. Und zwar Absatz für Absatz.
und hat dann hinter jedem dieser Absätze entweder einen Plus geschrieben, wenn es positiv war, oder einen Minus geschrieben, wenn es negativ war. Und dadurch konnte man dann die Artikel bewerten. Und man konnte dann sagen, ist der Artikel insgesamt eher negativ oder eher positiv? Nehmen wir an, ein Artikel hatte 20 Absätze, da drin waren 15 negativ und 5 positiv, dann hat man diesen Artikel natürlich eher als negativ gewertet. Waren 10 positive und 10 negative, dann war es ein nicht klar definierbarer Artikel. Dann gab es noch die Möglichkeit, dass der Artikel neutral formuliert gewesen ist. Und es gab die Möglichkeit, dass der eher positiv war. So. Also die 4 Möglichkeiten hat man. Negativ, unentschieden, neutral oder positiv. Von diesen 111 untersuchten Presseartikeln waren 80 klar und deutlich negativ dem Rollenspiel gegenüber eingestellt, zwischen 1979 und 1992. 19 dieser Artikel waren ausgeglichen positiv und negativ. 9 Artikel haben sich über eine neutrale Sprache bemüht. Und nur 3 dieser Artikel waren positiv eingestellt gegenüber dem Rollenspiel. Also von 111 Medienberichten waren 3 pro Rollenspiel, 80 kontra Rollenspiel, 9 neutral und 19 unentschieden, sowohl positive als auch negative Nachrichten. Das ist schon mal eine krasse Aussage. Und ihr seid viel zu schnell. Ihr seid schon bei heute. Ihr seid schon bei Big Bang Theory und sowas. Das ist später. Geduld. Warum diese Darstellung so negativ ist und so extrem negativ, nehmen wir jetzt mal auseinander. Wie gesagt, 1982 kommt das Supplement von Gary Gygax raus zu Chainmail, 1984 D&D. Dann hört man 5 Jahre lang in den Medien erstmal gar nichts. 5 Jahre lang nichts in den Medien zum Thema Rollenspiel. Kein Wunder, ist ein neues Spiel, ist gerade erst entstanden, hat noch keiner mitbekommen. Dann haben wir das Jahr 1979. Ein Jahr, das Rollenspiel einen Schlag versetzt hat, von dem es sich lange, lange nicht erholen konnte. Und zwar gab es einen jungen Mann, und über den zu behaupten, er wäre talentiert, wäre die Untertreibung des Jahrhunderts gewesen. Es handelt sich um Dallas Egbert III. Aus Michigan. Dallas Egbert III. War hochbegabt. Und zwar vom Feinsten. Man findet Angaben, dass er ein IQ von um die 180 gehabt haben soll. Also wirklich ein brillanter Mensch. Er hat seine Zulassung zur Universität mit 13 bekommen, also normalen Schulabschluss mit 13, dann auf die Universität in Michigan gegangen. 1979 war er 16 Jahre alt. Und in diesem Jahr verschwand dieser junge Mann vom Erdboden. Er ist verschwunden. Dallas Egbert III. Also hat die Polizei versucht zu ermitteln und die Polizei hat nichts herausgefunden. Wirklich gar nichts. Also hat seine Mutter einen Privatdetektiv engagiert. Und dieser Privatdetektiv
ist an die Michigan State University gegangen und hat versucht herauszufinden, was da passiert ist. Und er ist auf verschiedene Infos gestoßen. Zum einen wurde ihm von vielen Leuten gesagt, total freakiger Typ, totaler Computer-Nerd. Die älteren Studenten sind mit ihm nie wirklich warm geworden. Die fanden ihn total seltsam und total komisch. Und dann wurde von ihm gesagt, er habe Kontakt gehabt mit so Mittelalter-Freaks und wäre ab und zu mit so einem Umhang rumgelaufen. Es wurde gesagt, dass er sich in den sogenannten Dampftunneln unter der Uni herumgedrückt hat. Dazu muss man sagen, dass in den alten Universitäten in den USA es sogenannte Dampftunnel gab. Also das war das Heizsystem der ganzen Uni. Da wurde tatsächlich in begehbare Tunnel Dampf reingeleitet, der in den ganzen Gebäuden verteilt, und somit wurde durch die Wände das Gebäude geheizt, haben sich abgeguckt von den alten Römern. Aus diesen Informationen hat der Privatdetektiv geschlossen, dass der Werte Dallas Egbert III. Bei einer Rollenspielaktion sich mit Umhang und Schwert bekleidet in die Dampftunnel unterhalb der Universität begeben hat und dort sich verlaufen hat und irgendwo da unten tot liegen muss, in den Katakomben unter der Uni. Jetzt ist die Pressemeldung und dieser Privatdetektiv, bevor er das der Polizei mitgeteilt hat, bevor er das der Mutter von dem jungen Mann mitgeteilt hat, hat sich vor die Presse gestellt und hat gesagt, ich habe rausgefunden, was mit Dallas Egbert dem Dritten passiert ist. Und hat genau das der Presse erzählt. Und ich habe hier Streams über Storytelling gemacht. Die Geschichte von einem jungen Mann, der die Realität von einem jungen, brillanten Mann, der die Realität mit seiner Fantasie verwechselt, sich in die Tunnel, in die mysteriösen alten Tunnel unter der Universität begibt, um mit Schwert und Umhang Dämonen zu bekämpfen, die nur in seinem Kopf sind und dort für alle Zeit verschwindet. Diese Geschichte ist einfach viel zu gut, dass nicht tatsächlich Medien genau das ungeprüft berichtet haben. 1:1. Wer war aber Dallas Egbert der Dritte wirklich? Verschwunden ist er mit 16. Gemessen wurde sein IQ mit 180. Er galt als sozial sehr herausgefordert, er hatte unglaubliche Schwierigkeiten, mit anderen Menschen umzugehen. Er litt unter Epilepsie, unter einer schlecht eingestellten Epilepsie, und die Medikamente waren nicht wirklich gut. Er war nicht nur ein brillanter Programmierer für sein Alter, nein, er kannte sich auch mit Chemie aus. Und da er sich mit Chemie gut auskannte, hat er selber im Keller in der Schule, nicht in den Dampfkellern, sondern unter dem Chemietrakt, Angel Dust hergestellt. Er hat Kokain genommen, PCB genommen. Also dieser junge Mann war schwerst drogensüchtig. Er stand unter extremem Druck durch seine Mutter, die von diesem jungen Mann nichts anderes erwartet hat, auch wenn er erst 16 war, nichts anderes erwartet hat, als dass er ausschließlich glatte Einsen mit nach Hause bringt. Und wann immer er gesagt hat, er hat eine 1- oder eine 2+, hat er Prügel bezogen und wurde zum Lernen eingesperrt.
in dieser Zeit, 1979, war dieser junge Dallas Egbert der Dritte zusätzlich zu all diesen Schwierigkeiten auch noch homosexuell und Opfer schwerster Homophobie. Und ja, er hat sich auch für D&D interessiert. Allerdings haben Recherchen ergeben, dass alles, was man sagen konnte, ist, dass er ein Abo vom Dragon hatte. Das war damals das D&D House Magazin. Und er war einmal auf der Gen Con. Niemand konnte sagen, dass er auch nur eine einzige Rollenspielrunde auf dem Campus gehabt hätte. Nichts. Was da passiert ist, ist, dass dieser Detektiv verschiedenste Infos genommen hat und falsch zusammengesetzt hat. Die Dampftunnelgeschichten sind tatsächlich klassische Urban Legends fast aller alten Universitäten der USA. Mal ganz davon abgesehen, dass es praktisch keine Zugänge zu diesen Dampftunneln gibt. Und wenn wirklich Leute unten in den Dampftunneln wären, um da rauszukommen, da unten ist es stickig, dampfig und feucht, heiß. Zu sagen, dass jemand da runtergeht, um Rollenspiel zu machen, zeigt, dass es eine völlig falsche Sicht und eine absolute Ahnungslosigkeit gab dafür, was zur Hölle Rollenspiel überhaupt ist. Nämlich, dass man sich rund um einen Tisch setzt und mit Papier und Würfeln spielt. Das würde man natürlich niemals in den Dampftunneln machen. Man hat bei ihm zu Hause keinerlei Rollenspielmaterial gefunden. Was aber feststeht, ist, dass er zu Treffen der SEA gegangen ist, der Society for Creative Anachronism, einer Gruppe verrückter Studenten, die Schwertkampf trainiert haben, mittelalterlichen Schwertkampf, und sich Kostüme angezogen haben, die sie selbst gebastelt haben, gegründet 1966. Bei denen ist er ab und zu aufgetaucht und hat beim Kampftraining zugeguckt. Jetzt hauen die sich aber nicht mit Metallschwertern, sondern mit Rattanschwertern. Insofern, da wurde alles zusammengemischt. Diese Urban Legends über die Dampftunnel, dass er bei der SEA mal vorbeigeguckt hat, dass er Rollenspiel gemacht hat, das hat man alles falsch wahrgenommen und zusammengeschmissen. Und daraus ist diese Geschichte entstanden. Was übrigens kaum in den Medien berichtet worden ist, ist, dass Egbert einen Monat später wieder aufgetaucht ist. Und zwar in Louisiana, wo er sich in einer Stadt durchgeschlagen hat und in einem Hotel auf Pump gewohnt hat, weil er den Leuten glaubhaft machen konnte, dass er der Erbe eines Ölmagnaten ist. Das ist deswegen aufgefallen, dann hinterher, weil er halt nach einem Monat immer noch nicht bezahlt hat und das Hotel dann mal die Polizei gerufen hat und sie rausgefunden haben, dass das der verschwundene Dallas Egbert der Dritte war. Ziemliche Revolvergeschichte. Aber eine geile Geschichte. Die Realität macht immer noch die besten Geschichten. Nichtsdestotrotz hat genau das Rollenspiel einen unglaublichen Imageschaden verpasst. Die Geschichte war, wie ich es eben gesagt habe, einfach viel zu gut, als dass die Medien das nicht alles berichtet hätten. Ja, also die Medien haben sich natürlich drauf gestürzt und das war der Anfang einer Kette von Sachen, die das verursacht haben. Geführt hat das am Ende, und ihr habt es vorhin schon geschrieben, zu einem Film mit Tom Hanks. Diese Geschichte ist verfilmt worden. Extrem verfälscht verfilmt worden. Also selbst diese Geschichte, die echt Räuberkanone genug ist, wurde in dem Film noch mehr verändert. Da läuft er auch durch die Dampftunnel, spielt einen Kleriker, verlässt seine Freundin, weil ja Kleriker im Zölibat leben müssen, und stürzt sich am Ende oder will sich vom World Trade Center, vom World Trade Center stürzen, im Kampf gegen einen Dämon.
dieser Film wurde dann tatsächlich auch noch wahrgenommen als, ach so ist das damals passiert und er hat sich umgebracht. Ist natürlich alles totaler Quatsch, aber das ist hängen geblieben. Und zwar sehr, sehr lange hängen geblieben. Wirklich lange hängen geblieben. Wahrscheinlich wäre das alles irgendwann vergessen worden. Denn in den nächsten 5 Jahren wurde es dann irgendwann wieder ruhig. Doch dann kam das Jahr 1984. Und im Jahr 1984 gab es den zweiten Fall eines Selbstmords, der auf Rollenspiel zurückgeführt wurde in den Medien. Und zwar handelt es sich mal wieder um einen 16-Jährigen. Und mal wieder handelt es sich um einen Superbrain. Und mal wieder jemand, der eine Zahl hinten hat. Die Amis stehen da drauf. Es handelt sich um Irving Pulling den Zweiten, der sich selbst umgebracht hat mit der Pistole seiner Mutter. Er hat seiner Mutter die Pistole geklaut und hat sich damit erschossen. So, so viel erstmal zu den Fakten. Der junge Pulling spielte tatsächlich D&D, und zwar als Teil der Begabtenförderung in seiner Uni. Auch der war schon an der Uni mit 16. Er spielte D&D. Diesmal einer, der tatsächlich D&D gespielt hat. Er hat sich umgebracht. Gucken wir uns die Geschichte diesen jungen Mannes an. Auch der ist nicht ganz problemfrei. Irving Pulling II war ein jüdischer Junge, der in seinem Zimmer ein Bild von Adolf Hitler hingen hatte und ein unglaublicher Fan dieses Verbrechers war. Es gibt Berichte über Pulling oder den jungen Irving, dass er sozial extremst isoliert gewesen ist. Tatsächlich hat er in der Schule auch gesagt, dass er, auch wenn er ein jüdischer Junge war, absoluter Hitler-Fan war. Es gibt eine Polizeiakte von ihm, die sagt, dass er eines Nachts wach geworden ist, zum Nachbarn gegangen ist, der ein Farmer war, und in dieser Nacht 17 Kaninchen und eine Katze geschlachtet hat, um es auszuprobieren. So viel zu dem, was man von der Psyche von Irving Pulling dem Zweiten weiß. Und ja, er hat auch D&D gespielt. Wenn man seine Mutter befragte, wie denn ihr Sohnemann so gewesen ist, bekam man folgende Aussage. Auch dazu ein Pressezitat, das es gibt. Irving war ein glücklicher, angepasster, integrierter Junge. Nichts anderes ist an seinem Selbstmord schuld als Dungeons and Dragons. Das hat seine Mutter gesagt. Jetzt wird's hanebüchen. Also so richtig. Was hat seine Mutter tatsächlich geglaubt? Warum Dungeons and Dragons schuld war daran, dass ihr Sohn sich erschossen hat. Diese Frau war davon überzeugt, dass bei einer Spielesession in der Uni ein Fluch, ein magischer Fluch gegen Irvings Charakter ausgesprochen wurde. Und dass dieser Fluch sich übertragen hat auf seinen Sohn. Und nur deswegen hat er die Kaninchen und die Katze getötet. Denn der Fluch hätte ihn dazu gezwungen, zu töten,
und gewalttätig zu sein. Und ihr Sohnemann hätte in einer äußerst heldenhaften Tat sein Leben beendet, um den Fluch zu beenden und damit nicht andere Leute töten zu müssen. Poff. Das muss man sich echt mal reinpfeifen. Das hat die Frau wirklich geglaubt. Das hat sie wirklich echt geglaubt und das hat fortan ihr Leben und das Bild von Rollenspiel in den Medien beeinflusst. Ich kriege wieder die Kurve zu Rollenspiel in den Medien. Das Bild wurde ernsthaft davon beeinflusst. Denn diese Frau, Patricia Pulling oder auch Pat, wie sie von ihren Freunden genannt wurde, hat, das machen besorgte Menschen, eine Vereinigung gegründet. Und zwar die Vereinigung Bothered About Dungeons and Dragons. Abgekürzt BAD. Ernsthaft. Ja, sie hatte BADD gegründet. BAD. So, 1985 hat sie, also tatsächlich ein Jahr nach dem Tod ihres Sohnemanns, hat sie BAD gegründet. Und nicht nur das, sie hat sich zusammengetan mit dem NCTV, der National Coalition Against TV Violence. Also zwei Leute tun sich zusammen, beziehungsweise zwei große Verbände, ist ja immer, ne? Sobald es in die Medien kommt, stehen da Verbände dahinter und die Verbände heißen BADD und NCTV. Die beiden haben sich zusammengetan. Wer war das? Wie gesagt, BAD war Patricia Pulling, die einfach nicht mit dem Selbstmord ihres Sohns klar kam und wollte, dass Rollenspiel verschwindet, weil es gefährlich ist. NCTV war am Anfang nur einer. Ein Psychiater namens Thomas Radecki. Dr. Thomas Radecki, wie er sehr, sehr gerne in den Medien bestanden hat darauf. Die beiden haben eine Petition veröffentlicht. Und nicht nur in ihrem Staat, sondern eine bundesweite Petition, eine landesweite Petition, die wollte, dass es auf allen Rollenspielveröffentlichungen Warnhinweise gibt auf satanistische Inhalte und dass diese Spiele zu Gewalt verleiten. Beide wollten das. So. Sie haben eine ganze Reihe von Listen veröffentlicht und Artikeln. In der Petition selber erwähnen die beiden 9 Selbstmordfälle, die auf Dungeons and Dragons zurückzuführen seien. Schauen wir uns mal an, was die 9 waren. 3 dieser 9 Fälle waren Kinder von Mitgliedern bei BAD. Ich nenne es gerne BAD, weil es ist einfach zu geil. Also 3 Kinder, unter anderem auch Irving, 2 weitere, die Selbstmord bekommen haben, die alle Mitglied bei BAD waren und der Meinung waren, es war Dungeons and Dragons. Dann werden 2 Sachen da drin erwähnt, wo weder Name noch Ort noch Datum genannt wird in der Petition. Keiner weiß also, was genau das ist. Ein Fall, der in der Petition erwähnt wird, hat sich kurze Zeit später als Unfall herausgestellt und nicht als Selbstmord. Und bei den 3 letzten Fällen von den 9, die genannt worden ist, haben die Familien öffentlich protestiert dagegen, dass
die Namen ihrer Kinder nach dem Selbstmord in dieser Petition genannt werden, weil es ganz andere Gründe hatte. Diese drei Familien haben der Behauptung in der Petition widersprochen. Damit waren die beiden aber noch nicht am Ende. Ne? Die haben weitergemacht. Kurz nach der Petition haben sie Presseartikel rausgebracht, in denen sie von 120 Fällen sprechen. 120 Fälle von Selbstmord durch Rollenspiel. Bis 1993 ist das Ganze angestiegen auf 128 Fälle. In dem Artikel, den sie veröffentlicht haben, mit dem sie durch irgendwelche Fernsehsender getingelt sind, wo sie von 128 Fällen reden, wird bei weniger als 25 Name, Ort oder Datum des Selbstmords genannt, und praktisch nie alle drei, also nie Name, Ort und Datum. Und bei den wenigen Fällen, wo alle drei genannt wurden, haben sie als Quelle so kleine amerikanische lokale Zeitungen herangezogen. Und es stellte sich heraus, dass es alles diese Revolverblätter sind, die auch übers Bermuda-Dreieck satanistische Opfer und Leben auf dem Mars berichten. So viel zu der Datendichte in dem, was die da von sich gegeben haben. Das ist wirklich Spitzenklasse. Also die haben wirklich sich richtig Mühe gegeben, eine Hetzkampagne gegen Rollenspiel zu machen. Am Anfang haben sie noch über Selbstmord gesprochen. 1988 wurde dann in ihren Meldungen, die sie rausgegeben haben, die sind auch von Stadt zu Stadt und haben da Vorträge gehalten. 1988 wurde aus Selbstmord Aufruf zum Mord durch Rollenspiel. Und 1990 sind sie dann den einen Schritt zu weit gegangen, wo dann sogar die Medien gesagt haben, nee, jetzt reicht's dann auch mal. 1999 wurde aus Mord Satansanbetung, und ich habe den Begriff vorhin schon gelesen, es kam zu dieser Satanic Panic. Also es gab eine Zeit, wo alle unglaubliche Angst vor satanistischen Kulten und Ritualmorden und so weiter hatten. Sie haben Cult Awareness Seminare gehalten, also Seminare an Schulen, die dabei helfen sollten, dass man erkennt, wenn Kinder die Rollenspiel machen, in satanistischen Kult abrutschen und so weiter. Eine Zeit lang ist tatsächlich TSA schwach geworden und hat die Bösen nicht mehr Dämonen und Teufel genannt, sondern die hatten andere Namen. Am Ende heißen sie jetzt heute wieder Teufel und Dämonen, wenn sie da sind, und keiner schert sich einen feuchten Kehricht drum. So, ab 1990 wurde es wieder deutlich ruhiger und der Einfluss von Bad und NCTV ist quasi zu null zerschmolzen. Also heute gibt's die auch nicht mehr. Wie viel Kohle die da mitgemacht haben, ich habe keinen blassen Schimmer. So. Es hat aber noch was dazu geführt, dass ab Anfang der 90er Rollenspiel wieder positiver weggekommen ist. Es gibt Anfang der 90er so ein bisschen, es gibt da eine Zeit, wo quasi gar nicht in den Medien über Rollenspiel berichtet werden wird, aber es kippt ins Positive. Denn auf der Gen Con 1988 haben sich mehrere Leute zusammengesetzt, und zwar der Verband der Rollenspiel-produzierenden Verlage. Die haben sich zusammengesetzt und haben gesagt, wir müssen mal was machen. Das war 88, da waren wir noch bei der Selbstmord-Mordphase. Und haben das Committee for Advancement of RPG gegründet. Wir haben ein Komitee gegründet und haben sich gedacht, bei so vielen Berichten über Selbstmorde, über Morde, über verschwundene Kinder, vielleicht ist was dran. Also vielleicht ist
wirklich was gefährlich an dem, was wir tun. Und sie haben deswegen dieses Komitee gegründet und haben sich vorgenommen, wir wollen Rollenspiele sicherer machen. Und haben deswegen nach Hinweisen darauf gesucht, was in den Büchern verursacht das denn, dass Leute so einen Mist machen. Also was in unseren Rollenspielen bringt Leute dazu, dem Satanismus zu verfallen, sich selbst umzubringen, andere umzubringen oder von zu Hause abzuhauen. Und haben echt Geld investiert in Arbeiten zu dem Thema und haben 2 Jahre später festgestellt, nix. Also wir müssen gar nichts machen, weil es stimmt nicht. Es ist totaler Unfug. Nichts davon stimmt. Also haben sie es so gemacht, wie jeder vernünftige Mensch es machen würde. Sie haben sich ihre Opposition angeguckt. Sie haben sich angeguckt, wie die beiden drauf sind. Vor allen Dingen NCTV, das war der größere Gegner zu der Zeit, weil das eine waren im Prinzip durchgeknallte rechtsreligiöse Spinnermuttis. Aber NCTV war immerhin dieser Psychologe von der Uni. Da haben sie sich mitten auseinandergesetzt und haben rausgefunden, der Mann war nie auf einer Uni. Der Doktortitel war falsch. Und dementsprechend wurde der angebliche Psychologe Thomas Radecki, der NCTV gegründet hat, nochmal National Coalition Against TV Violence, wurde gerichtlich dazu verurteilt, nie wieder behaupten zu dürfen, dass er Psychologe oder Doktor oder sonst was ist. Und damit war auch NCTV Geschichte im Jahr 1990. Damit war die Nummer durch. Gott sei Dank. Zusätzlich hat sich noch die CDC, das ist die amerikanische Seuchenbehörde, die auch solche Sachen mit untersucht. Also wenn Filme so oder Bücher zu gefährlichen Dingen verleiten, dann kümmert sich das CDC in Amerika darum. Die haben eine große nationale Untersuchung gemacht und haben 1991 ein Gutachten vorgestellt, in dem sie gesagt haben, nach langer Recherche haben wir keinerlei Indizien dafür gefunden, dass Rollenspiel in irgendeiner Form schädlich ist. Damit war der Kreuzzug gegen Rollenspiel beendet. Es gab dann nochmal 1988, ne, ist ja noch früher, 88 gab es den letzten sogenannten D&D-Mord. Daniel Kasten hat seine Eltern erschossen 1988 und hat vor Gericht behauptet, ein Mindflayer hätte seine Gedanken manipuliert und ihn dazu gezwungen, seine Eltern zu erschießen. Das haben ihm die Geschworenen nicht ganz abgekauft. In ein Dungeon ist er geschickt worden, aber dann doch eher in einen sehr weltlichen Dungeon. Er saß danach 25 Jahre im Knast. So viel dazu. Gucken wir uns heute mal an, oder halbwegs aktuelles, wo in Filmen und Medien überall Rollenspiel erwähnt wird. Über Mazes and Monsters haben wir schon gesprochen, das ist der Film mit Tom Hanks. Einer der ersten Filme mit Tom Hanks, noch super jung. Jetzt wirklich kein Glanzstück. Ist ein spannender Film, aber kann man sich angucken.
Also vor allen Dingen ist es lustig, den jungen Tom Hanks zu sehen und zu gucken, was für eine idiotische Idee die von Rollenspiel haben. Totaler Bullshit. Aber es ist in Ordnung. Dann haben wir die beiden Dungeons & Dragons Filme mit dem eigentlich sehr großartigen Jeremy Irons. Alter, sind die schlecht. Zu dem ersten Dungeons & Dragons Film gibt es eine schöne Geschichte. Und zwar ist der Produktionsfirma im Laufe der Produktion von dem ersten Film ist die Kohle ausgegangen. Und zwar die Kohle für CGI, also alles Computeranimierte. Zu dem Zeitpunkt, als sie das gemacht haben, war keinerlei Kohle mehr da. Also haben sie die Szenen, die animiert hätten sein müssen, komplett rausgelassen. Leider war eine dieser Szenen in diesem Film, die in der erklärt wird, worum es überhaupt geht. Eine Traumsequenz. Der Schurke, der dabei ist, hat so eine Traumsequenz, die animiert werden sollte. Und in der wird erklärt, was eigentlich der Inhalt des Films ist. Da sie kein Geld hatten, haben sie die Szene einfach weggelassen. Ebenso die einzige Szene, in der der Zwerg, der in dem Film mitspielt, seinen Namen nennt. Dieser Zwerg hat über den ganzen ersten Dungeons & Dragons Film wird niemals erwähnt, wie der heißt. Der hat keinen einzigen Namen. Geregelt haben sie das übrigens damit, dass diese Vision, wo ein Drachen geboren werden soll, nicht animiert worden ist, damit, dass dieser Schurke wach wird und einfach erzählt, was er in seiner Vision gesehen hat. Also, der wird wach, sagt, oh, ich hatte eine schlimme Vision, Folgendes habe ich gesehen, jada, 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 Inhalt des Films erklärt. Grottenschlecht. Dieser Film war sogar den Machern peinlich. Und Jeremy Irons hat sich von dem Film deutlich distanziert, hat beim zweiten Jahr auch nicht mehr mitgemacht, Gott sei Dank. Grottenschlechte Filme. Aber für einen betrunkenen B-Movie-Abend immer noch geeignet. Also, wenn man einfach saufen und schlechten Film gucken will, ist der erste Dungeons & Dragons Film großartig. Was haben wir noch? In Deutschland ist es sehr, sehr mau. In Deutschland gibt es eigentlich nur eins wirklich. Und das ist so ein DSA-Fanfilm Leuenklinge. Sollte mal sehr, sehr groß werden, ist geplant worden, richtig als Fernsehfilm, ist aber gestrandet. Aus Leuenklinge ist nie wirklich was geworden. Es gibt einzelne Szenen davon, aber im Film ist es nicht geworden. Dann gab es die D&D-Zeichentrickserie. Ich weiß nicht, wer sie gesehen hat, aber in der D&D-Zeichentrickserie gibt es, und das finde ich total lustig, als eine der handelnden Personen den Dungeon Master. Was ist nämlich passiert bei der D&D-Serie? Eine Rollenspielrunde wird wupf in die D&D-Welt gezogen, ab da Zeichentrickfilm und sie spielen ihre Rollen. Fand ich ziemlich witzig. Also die Serie hat was, wenn man auf trashige Sachen steht. Kann man sich angucken. Ich finde, die D&D-Zeichentrickserie kann man sich durchaus angucken. Ja, es gibt eine Tales from the Loop-Serie, aber die hat mit dem Rollenspiel quasi nur den Namen gemeinsam. Und ist auch keine Serie zu dem Rollenspiel, sondern ist parallel dazu entstanden. Denn sowohl, im Prinzip haben Tales from the Loop das Rollenspiel und Tales from the Loop die Serie den gleichen Ursprung. Das heißt, es gibt die Bücher von Stålenhag. So, Stålenhag, von dem gibt es die Zeichnungen und beides bezieht sich auf das Artwork. Knights of Bad Astum
eher ein LARP-Spiel als ein Rollenspielfilm. Aber in Buffy gibt es eine Folge, in der die Protagonisten kurz vor der Endschlacht miteinander D&D spielen, um die Nerven zu beruhigen. Also bei Buffy gibt es eine Rollenspielfolge. Dann Astropia, ja, ist sicher auch noch ein Film, den man kennen kann. Wenn ich recht gehe, glaube ich, ein finnischer Film. Astropia. Isländisch. Eine isländische Komödie. Das ist es. Nicht Skandinavien. Island. Wo Rollenspiel auch eine Rolle spielt. Dann natürlich The Big Bang Theory. Mehrere Folgen über Dungeons and Dragons. Stranger Things dreht sich komplett um Rollenspiel. Der Demogorgon, das Hauptmonster der Serie, da glauben die Jungs ja, dass sie es quasi durch ihr Rollenspiel gerufen haben. Was haben wir noch? Es gibt bald eine neue D&D-Serie. Wir sind sehr gespannt darauf. Es gibt eine Futurama-Folge namens Bender's Game, in der Bender Rollenspiel spielt. Und es gibt eine zweite Futurama-Folge, in der der Kopf von Gary Gygax in diesem Kopf-Dingsies drin vorkommt und was erzählt. Also, bei Futurama war es drin. Bei American Dad gab es eine Folge namens Dungeons and Wagons. Also eine Rollenspielfolge bei American Dad. Dann bei IT Crowd wird ebenfalls Rollenspiel gespielt. Und es gibt eine South Park-Folge A Lord of the Rings vs. Harry Potter, in der es auch rollenspielig wird. In E.T. wird Rollenspiel gespielt. Und sogar bei den Simpsons, Staffel 5, Episode 3, Homer Goes to College, berichtet zum einen Homer, dass er damals Rollenspiel gemacht hat, als er da gewesen ist, auf dem College kurz, und dass er das gemacht hat, bis ein Elf getötet worden ist. Und außerdem spielen die Jungs, mit denen er dann sich ein Zimmer teilt, Rollenspiel. Es gibt sogar eine D&D-Erwähnung in Akte X. Und zwar in der Akte X-Serie gibt es die drei einsamen Schützen als Rollen. Es gibt ja den Raucher und was weiß ich. Und es gibt auch die drei einsamen Schützen. Und das ist so ein bisschen weird, weil die drei einsamen Schützen spielen Dungeons and Dragons. Zumindest sagen sie das. Was man aber sieht, ist, dass sie ein Brettspiel spielen. Also, zumindest kommt Rollenspiel drin vor. In Computerspielen natürlich immer wieder, ja, Vampire the Masquerade gab es eine komplette Serie dazu. Es gab 2008 eine Komödie namens Taco. Es geht um eine Rollenspielgruppe, die sich trifft und miteinander quatscht und Unsinn macht. Es kommt aber nie wirklich zur Rollenspielrunde da drin. Es gibt Gamer Z, eine Fantasy-Film-Romanze über einen Studenten, der sich im Rollenspiel auslebt. Es gab eine Serie namens Fear of Girls, eine Mockumentary über zwei sehr realitätsferne Hardcore-Rollenspieler. Und noch einiges mehr. Die Liste ist garantiert nicht vollständig, die ich hier habe. Insgesamt kann man sagen, dass in den klassischen Medien Rollenspiel immer noch
als das Hobby der Nerds, der männlichen Nerds ohne Frauen dargestellt wird. Es gibt inzwischen Ausnahmen, also wenn wir es ein bisschen erweitern auf Gamer, dann gibt es eine Serie, wo die ein MMO spielen und auch Mädels dabei sind an der Stelle. Es wird langsam ein bisschen besser. Und zwar wird es auch besser, seit sich coole Leute äußern, dass sie Rollenspieler sind. Also Leute, wo man sagt, nee, der ist jetzt ja wirklich kein Nerd. Und wenn der das macht, dann kann das ja gar nicht so schlecht sein. So, zum Beispiel gibt es eine kurze Internetserie namens Dian Diesel. Genau, Pinsel und Schwert schreibt's. Vin Diesel, der ja nicht nur in Dian Diesel mitspielt, sondern es gibt den Film Der letzte Hexenmeister von Vin Diesel. Kein besonders guter Film, aber es ist halt ein Fantasy-Action-Dingsbums-Film mit Vin Diesel. Und diesen Film hat Vin Diesel produzieren lassen, weil das die Geschichte seines Rollenspielcharakters ist. Fertig. Der letzte Hexenmeister ist sein D&D-Charakter, den er immer gespielt hat. Und deswegen hat er den Film produziert. Weil er schon immer mal einen Film über seine D&D-Runde machen wollte. Wenn man sich leisten kann. Es wird positiver berichtet darüber. Und zwar eigentlich dadurch, dass Leute, die keine klassischen Nerds sind, sich outen als Rollenspieler und vor allen Dingen dadurch, dass die Darstellung von Nerds selber in den Medien positiver wird. Das heißt, Nerds sind in Filmen und Serien nicht zwangsläufig die immer verprügelt werden. Es gibt also Serien, Filme und Berichte, in denen Nerds oder das Nerdsein etwas Erstrebenswertes ist. Auch durch die Hipsterbewegung mit Nerdbrille und sowas, da war es ja sogar schick, Nerd zu sein. Und dadurch, dass die Nerds positiver werden und man sich eher über, es heißt leider so, ich will niemand mit dem Namen jetzt beleidigen, aber man sich eher über das Kevin-Syndrom lustig macht und Nerds die neuen Alphas sind scheinbar, dadurch wird es besser. Inzwischen ist Fantasy, zumindest im großen Bereich, also im internationalen Bereich, nicht mehr pures Kassengift. Es gibt Serien wie Witcher, die unglaublich viel Geld einfahren. Durch die Herr-der-Ringe-Filme wurde gezeigt, dass Fantasy durchaus seinen Platz hat und nerdige Literatur. Leider ist es im deutschen Fernsehen noch nicht angekommen. Im deutschen Fernsehen gibt es. Es gibt kein in Deutschland produziertes Fantasy. Oder nicht nennenswert. Weil egal wie gut die Story ist, mit der man zu Produktionsfilmen im ARD und ZDF geht, oder selbst bei den Privaten, stößt man immer vor ein, oh, Fantasy, echt? Kannst nicht eine Serie übers Dritte Reich machen? Oder wenigstens die 50er Jahre? Dann können wir dir Geld geben. Man bekommt auch keine Stiftung durch die Filmförderung in Deutschland, wenn man Fantasy macht. Kannst du knicken. Kannst du echt richtig knicken. Funktioniert nicht. Manchmal ja, aber die Chance ist verschwindend gering.
Ich hoffe, ihr hattet Spaß an dem Thema. Ich fand die Recherche sehr, sehr spannend. Ich habe das mal so ein bisschen versucht aufzubauen, woher eigentlich der schlechte Ruf von Rollenspiel kam und woher diese Antipathie und dieses Satanismus-Dings überhaupt gekommen ist. Am Ende war diese komplette Rollenspiel ist Satanismus-Nummer lag an zwei Personen. Nämlich dem Herrn Radecki und der lieben, ich muss den Namen nochmal nachlesen, Patricia Pulling. Also im Prinzip haben diese zwei Leute dafür gesorgt, dass Rollenspielen einen schlechten Ruf hat. Als es verdirbt unsere Kinder, die beten Satan an, die bringen sich selber um, die bringen andere um und so weiter. Inzwischen hat Rollenspiel tatsächlich den Ruf, hilfreich zu sein. Es gibt immer mehr AGs an Schulen und so kommt langsam in den Medien raus, dass Rollenspiel etwas Positives ist und dass wir keine gefährlichen Killer sind. Zumindest nicht sein müssen. Gut. Ich fand's spannend. Ich hoffe, ihr auch. Ich bin sehr froh, dass ihr da wart. Ich freue mich noch viel mehr, wenn ihr wiederkommt. Und zwar morgen. Denn morgen ist die liebe Evie hier auf dem Kanal. Und die liebe Evie trifft sich mit jemandem von Beer and Bretzel Games und wird ihren Figürchen-Stream damit machen. Bin ich eher ein Miniaturen-Stream. Sollte nicht abfällig sein. Bin ich sehr gespannt drauf. Und am Freitag spielen wir den zweiten Teil von der Warhammer Fantasy Einsteigerbox als Let's Play. Ich freue mich, dass wieder das Explorers Pack dabei ist. Ich freue mich auf den Spielpädagogen und ich freue mich auf die liebe Evie. Das wird toll. Ich wünsche euch was. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hoffe, ihr habt was gelernt. Und wenn ihr uns unterstützen wollt, hier bei uns in den Streams, dann schaut doch mal vorbei auf patreon.com/lurchundlama. Da könnt ihr uns schon ab 3 Euro im Monat unterstützen. Hey, danke Stinger für das Abo. Cool. Sehr coole Nummer. Durch die Abos könnt ihr uns auch unterstützen. Gerade wenn ihr Amazon Prime Kunde seid, dann könnt ihr uns ein Abo geben, ohne dass euch das einen einzigen Cent kostet. Ansonsten schaut mal vorbei. Wie gesagt, patreon.com/lurchundlama. Da seht ihr, wie ihr uns unterstützen könnt und dabei auch noch geile Goodies abziehen. Und wenn ihr zu dieser Community hier Kontakt bleiben wollt, geht doch mal auf unseren Discord. Der Link zu unserem Hype Train. Am Ende des Streams noch ein Hype Train. Krass. Geht doch auf den Discord. Da gibt's immer wieder tolle Spielrunden. Da machen wir vor allen Dingen am 5. Dezember unser Community-Wichteln. Finde ich sehr, sehr geil, weil man da Spielleitern zugelost wird. Und wir spielen alle am 5. Dezember. Das ist ja schon nächste Woche. Das ist schon nächste Woche. Krasse Sache. Gut. Ich habe jetzt lang genug geschwätzt und verabschiede euch jetzt in einen wunderschönen Abend. Wie immer. Mit dem traditionellen alten irischen Reisesegen. Möge der Wind in eurem Rücken niemals euer eigener sein. Gehabt euch wohl, inshallah, macht's gut, habt noch einen schönen Abend, liebt euch, mehret euch und spielt Spiele. Bleibt gesund, bis dann, euer Jens. Tschüss. Und wie immer zum Schluss noch ein Dank an die, die schon